einen wunderschönen 8. Dezember. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass ihr den Cliffhanger von gestern überstanden habt. Gestern ging es um Luna Display. Und Luna Display, das konvertiert mein iPad als einen zweiten Monitor an meinem Mac. Und das verwende ich in erster Linie mit diesem Teleprompter, mit dem T3 Desvio. Das ist ein Teleprompter, der bei mir nicht klassische Teleprompter-Aufgaben erledigt, sondern das ist ein hilfreiches Werkzeug, um Videochats angenehmer zu gestalten. Was ich nämlich tue, ist, ich schraube so kleine Adapterringe auf die Objektive von meiner Systemkamera und dann setze ich den dort auf. Und wenn der dort aufgesetzt ist, dann kann ich in diese kleine Spannvorrichtung ein iPad einhängen. Und dieses iPad ist ein zweiter Monitor an meinem Mac, auf den ich dann Videochat-Apps wie beispielsweise Zoom oder FaceTime hinschieben kann. Und der wahnsinnige Vorteil, den das dann hat, ist, ich schaue den Leuten, mit denen ich spreche, mit denen ich tagtäglich spreche, in die Augen und nicht irgendwie links unten hin oder rechts oben. Oder es wirkt nicht so, als ob ich nicht teilnehmen würde, weil meine Webcam irgendwo anders ist als das Bild von den Leuten, mit denen ich rede. Dieser Teleprompter bringt sozusagen meine Gesprächspartner direkt vor meine Nase. Ist eine, zugegeben, umfangreiche Lösung, aber wir haben alle viel Homeoffice hinter uns und das wird uns wahrscheinlich auch für längere Zeit nicht verlassen. Deswegen ist es eine Lösung, die ich auch für mich selbst gebaut habe, weil es viel angenehmer ist, Leuten in die Augen zu schauen und so Körpersprache zu lesen, während man mit ihnen spricht. Dieser Desvio, der lässt sich auf normale Systemkameras aufsetzen. Da gibt es allerlei Adapterringe, die mitgeliefert werden. Die iPhone-Komponente ist jedoch, da gibt es auch eine Adapterlösung, die das iPhone als Webcam euch ermöglicht. Also, wenn ihr keine Systemkamera habt, dann könnt ihr einfach ein iPhone hinter diesen Teleprompter schnallen und das iPhone als Webcam an eurem Mac benutzen. Ich finde, für 100€... ist diese Plastik-Metall-Kombination sehr okay. Man kann da viel mehr Geld für ausgeben, muss es aber auch nicht. Und ich finde diesen kleinen Formfaktor, der ist relativ klein für Teleprompter-Lösungen, relativ okay. Der ist leicht zu verstauen und muss nicht irgendwie konstant am Schreibtisch aufgebaut sein, weil er lässt sich relativ leicht aufbauen. Das ist der T3 von Desvio. Ich muss sagen, ich finde ihn nett. Kann man da was sehen? Ja, ich finde ihn nett. Also ich habe mich an ihn gewöhnt und es ist so ein Zubehörprodukt, wo ich sagen würde, wenn mir das jetzt runterfallen würde und es würde kaputt gehen, dann würde ich augenblicklich dieses gleiche Produkt noch einmal kaufen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen geht es an dieser Stelle bereits weiter. Und wir haben, glaube ich, den 9. Dezember schon. Am morgigen Donnerstag.